Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ist seit Beginn ihrer Amtszeit unter Beschuss. Eine kleine Sommerreise zu verschiedenen Standorten soll vielleicht helfen, das Image aufzupolieren. Aber vor allem ist es Gelegenheit, aus erster Hand von den Soldaten und Soldatinnen zu erfahren, wo es klemmt bei der Truppe. Die Flugzeugflotte in Neuburg an der Donau, die ist alles andere als flott, nur bedingt einsatzfähig. Wegen Problemen mit den Schleudersitzen dürfen seit gestern die Eurofighter der Luftwaffe nur noch bei einem echten Alarm starten. Deshalb blieben beim Besuch von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht die Eurofighter in Neuburg auf dem Boden. Immerhin wurde ihr ein speziell gestalteter Eurofighter für eine Übung in Australien im August präsentiert. Das Neuburger Geschwader beteiligt sich an internationalen Übungen, sichert den deutschen Luftraum und immer wieder auch die NATO-Außengrenzen. Zum Beispiel kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine in Rumänien. Dass wir uns da engagiert haben, sehr schnell auch gegenüber unseren Verbündeten gezeigt haben, wir sind ein verlässlicher Partner. Und das gilt es jetzt auch gegenüber unseren Verbündeten auch in Zukunft an der Ostflanke zu gewährleisten. Die Ministerin dankte im Gespräch 50 Neuburger Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Bei ihrer Sommerreise habe sie den Eindruck gewonnen, dass ein richtiger Ruck durch die Bundeswehr geht. Lambrecht betonte, dass die Bundeswehr auch weiterhin zum sogenannten Ringtausch stehe und Polen Ersatz für die Panzer liefern werde, die diese der Ukraine übergeben hatten. Diese Lücken müssen aber aufgefüllt werden aus der Industrie, denn aus der Bundeswehr heraus kann ich das nicht leisten, wenn ich weiterhin die Landes- und Bündnisverteidigung sicherstellen will. Und deswegen geht es um Lieferungen aus der Industrie. Zunächst wird sich die Luftwaffe jedoch um die Kartuschen für den Antrieb der Schleudersitze ihrer Eurofighter und Tornados kümmern, damit die Flugzeuge schnell wieder einsatzbereit sind.